Herzlich willkommen zu unserer Hessenschau am Sonntag. Ja, viele sehnen sich nach ganz viel Entspannung in den Ferien. Beim Reisen mit der Lufthansa, da gab es aber auch schon richtig Stress. Nun hat die Vereinigung Cockpit eine Urabstimmung gemacht. Die große Mehrheit der Piloten will streiken. Und unsere Hessenschau-Reise mit unseren Reporterinnen geht heute zu Ende. Heute entdecken sie Offenbach. Ja, auf eine einsame Insel, da wünschen sich derzeit ganz viele, um Ferien mal zu verbringen. Aber die in den Städten wohnen, die wohnen jetzt in sogenannten Hitzeinseln. Und über dieses Phänomen erfahren wir gleich noch viel mehr. Woher kommt das? Ja, Städte heizen sich jetzt an heißen Sommertagen unheimlich auf. Über den vielen Beton, der am Boden verbaut ist, durch die dichte Häuserbebauung. Und der Temperaturunterschied kann 15 Grad betragen. Also 15 Grad können Innenstädte heißer sein als das Umland mit viel Grün. Wie können wir das lösen? Das sehen wir hier auf unserer Grafik. Mit weniger Beton und mehr Grün. Ganz schön heiß. Marion Hempfler leitet das Fachzentrum Klimawandel und Anpassung. Eigentlich im gut temperierten Büro, heute mal mittendrin. Wir stehen mehr oder weniger am heißesten Platz in Wiesbaden, im heißesten Bereich der Innenstadt. Das liegt daran, dass wir uns hier in einem Bereich befinden, der dicht bebaut ist, der komplett versiegelt ist und in dem fast kein Stadtgrün steht. Hempfler nimmt uns mit auf einen Stadtklimaspaziergang durch Wiesbaden. Was heizt Städte auf? Dunkle Fassaden und Dächer zum Beispiel. Städte sind sogenannte Hitzeinseln, weil sie sich eben durch die Bebauung, die Versiegelung so stark erwärmen. Und man sieht, dass das Umland sehr viel kühler ist, dass wir zum Teil Temperaturunterschiede von 6 oder 7 Grad Umland zu Innenstadt haben. Ein paar Schritte weiter im nahegelegenen Kurpark. Auch hier fast 7 Grad Temperaturunterschied. Sie haben hier gleich eine ganz andere Aufenthaltsqualität. Es ist schattig, es ist kühl, es weht ein leichter Wind. Und Sie haben Bäume, die die Temperatur runterregeln. Denn Bäume sind natürliche Klimaanlagen. Ein ausgewachsener Baum kann eine Leistung haben wie 10 Klimaanlagen. Nicht schlecht. Und man spürt hier die wichtige Frischluftschneise aus dem Taunus. Marion Hempfler erzählt, dass sich die Zahl der heißen Tage über 30 Grad in den nächsten 10 Jahren verdoppeln werde. Klimawandel in den Städten. Und die müssen sich was einfallen lassen. Am besten sofort. Ortswechsel. Wir sind in Offenbach. Hier findet gerade eine Klimasprechstunde mit Bürgermeisterin Sabine Groß statt. Die Menschen beschäftigt das Thema momentan sehr. Sie kaufen immer mehr Leute jetzt Klimaanlagen. Ja. Ist das nicht kontraproduktiv jetzt für den Klimawandel? Ja, klar. Also Sorgen machen wir auf jeden Fall erstmal die Hitze. Dass mehr als 40 Grad, dass man hier tagtäglich vielleicht erreicht. Man lebt halt in dieser Hitzewelle, sage ich mal, gerade im Sommer. Also die Luft ist einfach unangenehmer zum Atmen. Also wie soll ich das sagen? Es ist nachweislich heißer. Das ist jetzt nicht nur, dass man das fühlt. Wenn man durch die Stadt läuft, man sieht, was Klimawandel hier auch bewirkt. Also wir haben viele Bäume, die austrocknen oder Grünanlagen, die da vertrocknen. Und das zeigt einfach, dass wir die Stadt anders gestalten müssen. Wo wir hin müssen, ist, dass wir mehr Grün in die Stadt bekommen, dass wir mehr Flächen entsiegeln, dass wir einfach mehr Natur in die Stadt wieder zurückholen. Offenbach bemüht sich, der Hitzewelle in der Stadt die Stirn zu bieten. Es gibt grüne Dächer auf öffentlichen Gebäuden. Es zahlt Prämien, wenn Flächen wie Parkplätze entsiegelt werden und will zu einer sogenannten Schwammstadt werden. Was wir tun können, sind die Rahmenbedingungen, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu verändern. Und das haben wir beispielsweise in Offenbach durch eine Niederschlagwassersatzung gemacht. Das klingt erstmal sperrig und heißt aber am Ende, wer neu baut oder vergrößert, muss dafür sorgen, dass das Regenwasser nicht einfach in der Kanalisation landet, sondern vor Ort versickert, gespeichert wird und damit fürs Grundwasser, für die Bäume wieder zur Verfügung steht. Zurück in Wiesbaden, vor dem Rhein-Main-Kongresszentrum. Das Gebäude ist ein gutes Beispiel für vorbildhaftes Bauen. Weil eine Photovoltaikanlage auf dem Dach ist, weil das Gebäude extrem gut isoliert ist, extrem temperaturresistente Scheiben hat
Also das ist berechtigt. Jetzt muss man sich fragen, wie sieht es denn mit der Klimaanpassung aus? Oder haben die nur Klimaschutz gemacht? Und das sieht man von außen nicht so, aber auch da ist hier ganz viel passiert. Eine Dachbegrünung gibt es auch hier. Und eine riesige Zisterne für Regenwasser. Die hintere Fassade begrünt wilder Wein. Alleine vorne fehlt der Schatten von Bäumen und da heizt es sich ordentlich auf. Staudenbeete und hitzetolerante Bäume im Stadtbild sollen in Zukunft für besseres Klima sorgen. Hempfler fehlt aber oft eine Fassadenbegrünung, wie zum Beispiel in diesem Neubauquartier, das ansonsten vieles richtig mache. Sprich, helle Farben an der Fassade und dem Gehweg. In Zukunft müsse das bei jedem Bau, bei jeder Planung alles mitbedacht werden. Tja, worauf es da genau ankommt, das besprechen wir jetzt live mit Professor Lutz Katschner. Sie sind Klima- und Mikroklimatologe. Erstmal schön, dass Sie bei uns sind, Herr Katschner. Ja. Sie haben ja auch vor 9 Jahren das Institut für Klima- und Energiekonzepte gegründet, sind also ein Fachmann auf dem Gebiet. Jetzt haben wir viel über zum Beispiel Begrünungen von Dächern da gehört. Was hilft denn wirklich Ihrer Meinung nach? Also meiner Meinung nach das Wichtigste ist, dass wir einfach ist Wind und Schatten. Diese beiden Bereiche brauchen wir und vor allen Dingen jetzt in Zeiten des Klimawandels geht es auch darum, die nächtliche Abkühlung wieder zu erhöhen. Also das, was wir am Tag an Hitze bekommen, müssen wir auch wieder nachts abgeben können. Und dazu brauchen wir halt auch ganz andere Flächen. Was brauchen wir denn da für Flächen, Herr Professor Katschner? Ja, wir brauchen mit Sicherheit mehr entsiegelte Flächen. Wir haben ja, die Städte werden immer dichter, es wird natürlich mehr bebaut. Freiflächen fallen weg und noch mehr Straßenräume werden versiegelt. Und da muss man mal wieder rückwärts gehen und sagen, wir brauchen Flächen, die entsiegelt werden. Was sind denn das zum Beispiel für Flächen, die entsiegelt werden? Was ist da sozusagen die Lösung? Die Lösung wäre einfach, kann ja auch Wiesefläche sein, kann Grasfläche sein. Also Vegetation ist das Entscheidende. Gibt es denn momentan noch ein Problem zwischen Stadtpolitik oder Kommunalpolitik und Experten wie Ihnen oder fühlen Sie sich genügend gehört? Wir fühlen uns nicht genügend gehört, muss man schon sagen. Vor allen Dingen, weil die Stadtklima oder die Klimatologie keine verbindliche Planung ist. Wir machen Fachgutachten. Es gibt viele Klimaanalysen, Klimafunktionskarten, wo Sachen auch ausgewiesen werden, wo man bauen kann oder wo man nicht bauen sollte. Das wird aber dann oft abgewogen oder weggewogen und damit kommt das Klima auch nicht so zum Zuge. Aber Sie haben ja auch schon andere Erfahrungen gemacht. Sie waren an der Universität von Hongkong. Wie ist man denn dort sozusagen auf Ihre Ratschläge eingegangen in Hongkong? Ja, das ist ein interessantes Beispiel, weil Hongkong hatte ja einen Stadtflughafen, den sie nach außen verlegt haben. Und dort waren 60 Hektar Bebauungsfläche frei, die sie bebauen wollten. Und wir konnten dann aber nachweisen, wenn sie das so machen, dass in anderen Stadtteilen dann die Temperatur drastisch steigt. Und daraufhin wurden unsere Vorschläge nach einer Öffnung der Bauweisen angegangen und auch umgesetzt. Also man kann durchaus auf Sie hören. Was können denn Bürger und Bürgerinnen da vielleicht leisten? Wir haben gesehen, es gibt eine Klimasprechstunde. Also das Interesse der Bürger ist doch groß an dem Thema. Also da wird oft Klimaschutz mit Klimaanpassung verwechselt. Also wichtig ist für die Bürger, dass sie darauf achten, wo ist denn in ihrer Nähe Freiflächen? Man spürt ja selber, wo es abkühlt und wo nicht. Und die müssen einfach erhalten werden. Und es müssen einfach Luftleitbahnen in den Städten festgelegt werden, die dann auch als Tabufläche ausgewiesen sind. Also da muss noch mehr Zug dahinter, da muss noch mehr Verbindlichkeit sein, sagt Professor Lutz Katschner. Dankeschön für Ihr Gespräch. Bitteschön. Das Bodenpersonal der Lufthansa hat am Mittwoch schon gestreikt und auch die Piloten wollen gerne streiken, aber erstmal soll verhandelt werden. Hier kommen unsere Nachrichten. Die Pilotinnen und Piloten der Lufthansa könnten schon bald in einen unbefristeten Streik treten. In einer Urabstimmung hat sich eine Mehrheit dafür ausgesprochen. Und zwar deutlich mit 93,2% bei der Lufthansa und 99,3% bei der Frachttochter Cargo. Die Pilotenvereinigung Cockpit will aber erstmal an den Verhandlungstisch. Eine Urabstimmung bedeutet nicht, dass jetzt alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Nein, ganz im Gegenteil. Die Konzerntarifkommission hat erklärt, dass sie gesprächsbereit ist. Und ich gehe davon aus, sobald Lufthansa das auch macht, dass man auf dem Gesprächswege eine Lösung finden kann.
Beim heutigen Weltranger-Tag hat auch das Biosphärenreservat Rhön mitgemacht. 7 Rangerinnen und Ranger gibt es auf hessischer Seite. Bei Führungen erzählten sie, wie sie den Bestand verschiedener Arten ermitteln, den Naturschutz überwachen und die Ströme der Besuchenden in der Rhön lenken. Der Ranger ermutigte die Wandernden, am Wegesrand immer auch auf Details wie Blüten und Insekten zu achten. Mit dem Fahrrad auf dem Wasser fahren und auf dem Wasser feiern. Das ging heute beim Zissel-Wasserumzug. In Kassel haben die Menschen das nach 2 Jahren Corona-Pause erstmals wieder genießen können. Über 100 Themenboote fuhren auf der Fulda. Das diesjährige Motto, Kassel feiert wieder große Feste, Documenta und Zissel sind einfach das Beste. Der Zissel ist das größte Volksfest in Kassel und geht noch bis Montagabend. Ein Hirschgeweih an der Wand, das kann für so manchen Jäger ja eine richtig fette Trophäe sein. Und diese Sehnsucht kann durchaus ausgenutzt werden. Das scheint ein aktueller Fall in Bad Zwesten zu zeigen. Rothirsche werden dort immer mehr in den vergangenen Jahren und die Lage spitzt sich jetzt richtig zu. Das ist unser Weitergedreht. Es sind majestätische Tiere. Rothirsche, ein absoluter Hingucker. Doch in der Nähe von Bad Zwesten ist zu viel Rotwild. Martin Häusling hat die Rudel nachts mit der Wärmebildkamera aufgenommen. Nicht nur ein paar Hirsche weiden auf seinen Feldern, sondern rund 100 Tiere fressen sich auf seine Kosten satt. Untragbar, was dann an Schäden an der Landwirtschaft und vor allem auch im Forst entsteht, sind unhaltbare Zustände. Der Mais wird, wenn hier noch die Hirsche 2 Wochen drinstehen, wird da nicht mehr viel übrig bleiben. Im Getreide, da werden die Ähren abgefressen und der Rest niedergetrampelt. Also ganz massive Schäden. Soll ja nicht alle Hirsche abgeschossen werden, aber normal sind 1 bis 1,5 Hirsche auf 100 Hektar. Wir haben hier den 12-fach erhöhten Besatz. Schon vor 2 Jahren hatte Landwirt Häusling Rotwildrudel von über 30 Tieren auf seinen Feldern erspäht. Das ist völlig außergewöhnlich. Das wird Ihnen jeder, der hier Landwirtschaft betreibt, sagen. Es wird für uns zunehmend schwieriger, überhaupt eine Landwirtschaft zu betreiben, ohne dass wir die Flächen einzäunen. Und das kann es eigentlich nicht sein. Auch in den Wäldern richten die Tiere große Schäden an. Sie fressen die Rinde ab und die jungen Triebe. Diese Büsche sind 15 Jahre alte Buchen. Eine Waldverjüngung ist so nahezu unmöglich. Na, normalerweise nach diesen Jahren müsste der so groß sein wie hier die Birken da im Hintergrund. Schon damals steht der zuständige Jagdpächter Klaus Gill in der Kritik. Dieser soll das Rotwild illegal angefüttert und damit angelockt haben. Gut gefüllte Futterboxen seien ein Beweis. Außerdem nehme der Pächter zu selten das Rotwild aufs Korn. Wir hatten sicherlich hier 2 Behältnisse. Es ist ja auch letztendlich erlaubt, dass ich hier drin auch in diesem Wald gemeldete Kirren auch habe. Die dienen ja letztendlich auch den Ablenkungs- und Fütterungsmaßnahmen, speziell auch beim Schwarzwild. Und zu den anderen Vorwürfen, die sind halt eben gemacht worden, aber ich kann Ihnen versichern, da ist nichts dran. Heute ist klar, der Bestand ist immer noch viel zu hoch und sogar noch gestiegen. Für den zuständigen Forstamtsleiter kommt das nicht von ungefähr. Das kann nur dadurch passiert sein, dass halt einerseits über längere Zeit illegal gefüttert worden ist. Und es gibt halt große landwirtschaftliche Areale, die halt den Jagdpächtern verpachtet wurden, wo halt alles angebaut worden ist, was sozusagen dem Rotwild sehr gut schmeckt. Und das hat halt die Rotwildpopulation dorthin gelockt. Jagdpächter Klaus Gill teilt uns nur telefonisch mit, auch er wolle den Bestand reduzieren. Praktisch geht er aber gegen eine Erhöhung der Jagdquoten vor. In den 3 hauptbetroffenen Revieren ist ein Vorschlag von 64 Stück jetzt auf der Agenda. Allerdings gibt es noch einen Widerspruch des Hauptjagdakteurs dort, des Jagdpächters, der dort jagt. Und da muss man jetzt abwarten, wie dieses Verfahren ausgeht. Ist das der Herr Gill? Das ist Herr Gill, genau. Zu diesem Widerspruch äußerte sich der Jagdpächter aktuell nicht. Landwirt Martin Häusling hat eine Idee, was dahinter steckt. Ich glaube, das ist hier wirklich ein Fall von Trophäenjagd. Das muss man so deutlich sagen. Man will den einen oder die 2 Hirsche mit großem Geweih schießen und man hält sich dafür dann halt große
Mengen an Weibchentieren, damit dann auch so ein großer Hirsch mal angelockt wird. Auch nach 2 Jahren also ist nichts erreicht. Den Waldbesitzern aber droht wegen der Baumschäden inzwischen sogar der Entzug des Qualitätssiegels, ohne dass sie ihr Holz kaum verkaufen können. Immerhin, eine Anhörung der Jagdbehörde soll nun klären, ob ein erhöhter Abschuss von Hirschen quasi von Amts wegen angeordnet wird. So wie Martin Häusling hoffen hier viele Geschädigte, dass der Rotwildbestand dann wieder auf normales Niveau kommt. Ein Thema, das wir sicherlich noch weiter drehen werden. Man muss nicht nach Alpe d'Huez oder auf die Champs-Élysées fahren, um die Top-Fahrer der Tour de France mal zu Gesicht zu bekommen. Das geht auch bei uns in Hessen. Na, absolut. Direkt um die Ecke. Die Superstars im Sattel hautnah bewundern. Bad Homburg war heute im Radsportfieber beim Kurparkrennen. Runde um Runde ans Limit gehen für richtig starke Hobbyfahrer, aber auch für die ganz große Prominenz dieser Sportart. Radprofis zum Anfassen. Simon Geschke und Lokalmatador John Degenkolb aus Oberursel. Beim Kurparkrennen ist maximale Fannähe angesagt. Für mich ist es einfach was ganz Tolles, ja, in entspannter Atmosphäre auch zu Hause vor heimischem Publikum hier 50 Runden zu fahren. Ich bin gestern noch Rennen in Spanien gefahren, heute Morgen dann den Flug nach Frankfurt und ja, jetzt freue ich mich auf das Rennen hier, weil ich hier schon ja eigentlich fast Stammgast bin. Ein Stammgast mit Promi-Faktor. Stichwort Tour de France, wo Geschke zuletzt bis zum Schluss um das Bergtrikot kämpfte. Geklappt hat es zwar nicht ganz, aber dank Geschke boomt der Radsport wieder. Ich war überrascht, wie viel Euphorie das tatsächlich ausgelöst hat in Radsport Deutschland. Und bin natürlich auch stolz und froh drüber. Stolz, froh und ein Vorbild für alle Profis von morgen beim Laufradrennen der Bambinis. Organisiert übrigens von John Degenkolb, der ja auch selbst mal ganz klein angefangen hat. Das sind die ersten Schritte, die man in den Radsportzirkus irgendwie machen kann. Und da so ein bisschen was zurückzugeben, ist einfach meine Herzensangelegenheit. Ja. Ach ja, die Profis haben ihr Rennen natürlich auch beendet. Und gewonnen hat, na klar, Simon Geschke. Ex-Eintracht-Kultkicker Martin Hinteregger ist ja schon seit Jahren begeisterter Hubschrauberpilot. Jetzt hat Hinti bei Ö3 verraten, dass er Berufspilot werden möchte. Und on top träumt er auch von einer Gastrolle in seiner Lieblingsfernsehserie, der Bergdoktor, so als Sanitäter zum Beispiel. Das wäre genau sein Ding. Ja, der eine, der geht in die Luft, der andere wird geehrt. Hintereggers ehemaliger Eintracht-Kollege Keeper Kevin Trapp ist auf Rang 3 gewählt worden bei der Wahl zu Deutschlands Fußballer des Jahres hinter Christopher Nkunku und Robert Lewandowski. Das sollte doch motivieren fürs Frankfurter Pokalspiel morgen in Magdeburg. Auf Kevin Trapp kann sich der Trainer auf jeden Fall wieder verlassen. Denn der Keeper hat seine Erkältung auskuriert und wird auch in der Startelf stehen können. Oliver Glasner freut sich, dass es endlich losgeht. Ja, wir fühlen uns ready und dann müssen wir es zeigen am Montag, ja, weil kann ich alles rausposaunen, haben uns letztes Jahr auch ready gefühlt und dann waren wir nicht ready. Ein Erstrundenaus soll unbedingt vermieden werden. Dafür soll auch Mario Götze sorgen. Oliver Glasner setzte im letzten Test und auch im Training auf Weltmeister Götze und Daichi Kamada. Der Japaner dann etwas defensiver im Mittelfeld. Gut möglich also, dass beide in Magdeburg beginnen. Mit dabei ist dann auch wieder Philipp Kostic, der nach 4 Spielen Sperre, nach 2,5 Jahren sein Comeback im Pokal gibt. Ich auch nicht, dass es so lange her ist, aber hat immer wieder extra Läufe gemacht, ist nach dem Training fast jedes Mal der Letzte, der reingeht, weil halt immer wieder noch Schüsse, ich sage immer, Philipp ist leicht zu unterhalten, lege ihm ein paar Bälle hin und stelle einen Torwart rein und er hat Spaß. So wie das ganze Team. Die Eintracht hat eine starke Mannschaft zusammen, die sicher gegen den Zweitliga-Aufsteiger Favorit ist. Trotzdem hat Glasner Respekt. Coole Mannschaft, muss ich sagen. Also wir haben ganz klare Idee, wie sie Fußball spielen wollen, die sie auch mit, ich glaube, 14 Punkten Vorsprung in der dritten Liga zum Meister werden haben lassen. Die Eintracht in Magdeburg. Frankfurts erste echte Bewährungsprobe der Saison.
Und wir haben ein Ergebnis, zumindest ein Zwischenergebnis bei der EM. Unsere Fußballfrauen gegen England. Es läuft die Nachspielzeit, steht 1-1. Riecht nach Verlängerung, Christine. Wow, da bin ich aber gespannt. Die schlagen sich gut, die Frauen. Genauso wie unsere beiden Reporterinnen Anna Rakic und Nora Enz die ganze Woche. Heute ist letzte Station auf ihrem Roadtrip durch Hessen für unsere Serie. Und sie räumen ja mit Schubladendenken auf und fahren in Orte, die manche gar nicht so schön finden. Heute fahren sie nach Offenbach und dort entdecken sie auch, tja, tolle Menschen, Abenteuer und Überraschungen. Offenbach, laut hässlich, kein Urlaubsort? Dann wollen wir genau hier ans Wasser. Ich bin hier geboren. Ich habe das als ewigen... Ach ja, sprich's aus. Makel in meinem Personalausweis. Ich werde damit regelmäßig aufgezogen. Ich gebe dieser Stadt sehr gerne immer wieder eine Chance, weil ich finde, dass sie das verdient hat. Und du? Naja, ich wohne ja hier. Aber ich schau mal, ob Urlaubsfeeling aufkommt. Hafenplatz. Schattig, luftig, zwei Offenbacherinnen. Wir dürfen uns einfach dazusetzen. Mehr Feeling hat man vielleicht nicht ganz, aber wenn man mal hier am Hafen sitzt und so mit der Brise, mit der kalten Brise, dann ist es schon auf jeden Fall sehr angenehm. Das aber ist auch hier Wellenform. Ja, mehr Feeling würde ich jetzt noch nicht ganz beschreiben. Hello. Nebenan Touristen. You speak English? I'm thinking me and my boyfriend could move in here. I live in Frankfurt and that's why my friends were showing me around. We were showing her around. How beautiful. Convincing her to live here. Exactly, yes. Exactly. And is it a kind of vacation for you sitting here in Offenbach looking? It's relaxing for sure. It's relaxing. Yeah. It looks beautiful anywhere you look and it gives exactly what you say, the vibe of this like summer vacation. Aus der Türkei. Nach Offenbach. Ein Touri-Auto aus dem Taunus. Was macht der denn hier? Weil sonst geht es ja immer andersrum. Ne? Da kommen immer alle zu uns da in Hintertaunus, und, um mal ein bisschen abzuschalten. Und ja, ist eigentlich ganz, ganz schön hier. Warum kommt man denn aus dem schönen Taunus hier? Ja, weil wir ein bisschen experimentieren mit E-Foils. Das sind diese kurzen Surfbretter mit E-Motor unten dran. Und dann fliegt man so übers Wasser. Und das geht halt in Offenbach am Strand am besten. Fliegen in Offenbach. Wir sind neugierig. So. Was hält? Ja. Schon gefunden. Ja, Gott sei Dank habt ihr es gefunden. Ne? Ja. Und? Zu viel versprochen? Das sieht hier auf jeden Fall nach einem sehr chilligen Spot aus. War dir das von Anfang an klar? Oder? Nee, war mir nicht klar. Weil ich glaube, viele einfach nur das Offenbach da drüben kennen halt. Ne? So die Hochhäuser und die kennen wahrscheinlich gar nicht das Offenbach hier. Er hat nur Augen für Surfen, Wasser und Strand. Wassersportler durch und durch. Muss ich was wissen über Frankfurt? Ich bin nicht Frankfurt. Das ist ja hier Offenbach. Also. Für mich ist das Frankfurt. What? Wie kann das sein? Wieso das denn? Ich komme ja vom Bodensee. Und dann ist das, für mich ist das Großraum Frankfurt. Ah ja, für ihn ist alles. Ich bin sogar, glaube ich, das erste Mal heute in Offenbach, muss ich euch gestehen. Entschuldigung, aber du sagst gerade, du kommst vom Bodensee. Ja. Und du machst gerade Urlaub in Offenbach. Nicht ganz, aber wir wollten natürlich auch die E-Foils ein bisschen hier zeigen. Ja? Und deshalb ist es so, es ist Freizeit und Arbeit vermischt. Leben am Wasser, das ist alles für ihn, was zählt. Es hat Lebensqualität. Wir kennen das vom Bodensee. Wir haben ja auch überall Ufer und Strandbars. Aber das macht Frankfurt schon mal für mich, finde ich, jetzt viel interessanter. Offenbach! Ja, Offenburg. Offenbach! Ja, für mich ist das Großraum Frankfurt. Was zeichnet denn hier? Ja, also bemerkenswert finde ich ja, man merkt schon natürlich den Schiffsverkehr, auch die großen Frachterschiffe, sage ich mal, und die Binnenschiffe. Und ich finde, die Natur hat sich hier doch noch nicht verdrängen lassen, obwohl wir mitten in der Stadt sind, in Offenbach. Ja, schon gelernt. Ja, genau. Bodensee liebt Offenbacher Strand. Leben am Main. Hier ist es aus Beton und bunt. Hafengarten, fast eine Kunstgalerie. Und er, ein Graffiti-Künstler.
Wie hat denn das Ganze bei dir angefangen? Bestimmt nicht, also ich muss mal ganz, ganz frech fragen, bestimmt nicht legal, nee, oder? Natürlich. Nee, so mit 15, 16 irgendwie nachts halt rausgegangen bei mir auf dem Dorf und stark vermummt sozusagen irgendwelche Bilder nachts gesprüht, Brücken, irgendwelche alten Scheunen vom Bauern, von der Polizei und vom deutschen Staat habe ich auch schon mal Ärger bekommen. Wie sieht denn das dann aus? Also naja, also es gab eine Geldstrafe in dem Fall. Ja, da wurden wir einfach beim Sprühen erwischt. Und ja, das war auch so mit der Grund, sage ich mal, warum ich dann mehr einfach tagsüber gesprüht habe an Plätzen, wo es eben legal ist. Wenn du deine Bilder immer wieder oder deine Graffitis immer wieder übersprühen musst oder die immer wieder übersprüht werden, wie behält man sich die? Macht man Fotos oder wie? Also Fotos immer, natürlich, allein schon wegen Instagram, Social Media und so, das put it on the gram. Frankfurt Friedensbrücke, seine Wall of Fame für Kobe Bryant. Wird sowas dann auch übersprüht? Die stand 7 Monate, das ist schon sehr lange. Das ist schon sehr lange und dann hat man eben noch dieses Video und das ist dann in Ordnung. Graffiti, wenigstens das Tattoo bleibt. Nora, ja. Wie war dein Urlaubstag in Offenbach? Nicht Frankfurt, Offenbach. Also überraschend, weil wieder Vorurteile einfach ausgehebelt worden sind. Es war total schön. Ich meine, hier fahren Leute aus dem Taunus und vom Bodensee fahren nach Offenbach. Sie wissen zum Teil nicht genau, dass sie in Offenbach sind, aber wir haben es ihnen ja beigebracht. Ich weiß ja, dass Offenbach diesen Charme hat. Ich wohne ja hier. Ich war mir nur nicht darüber klar, dass andere genauso denken und dass Offenbach so gut ankommt bei den Leuten. Very good. Offenbach am Strand. So sollte unser Roadtrip eigentlich enden. Doch das ist die Realität. Kühlerschaden in Offenbach. Abgeschleppt. Schocken kann uns das zum Glück nicht mehr. Heute nicht. In einer Woche Roadtrip haben wir uns immer wieder auf den zweiten Blick verliebt. Heute auch in Offenbach. Ja, die beiden nehmen es mit Humor und sie können sicher sein, sie sind auch gut wieder im Hessischen Rundfunk angekommen. Ich habe mich persönlich davon überzeugt, wenn Sie Lust haben, die Serie zu sehen, sie ist in unserem Hessenschau-Archiv, einfach auf hessenschau.de gehen. Morgen begrüßt Sie hier Andreas Hieke und wenn Sie sich jetzt wundern, wo ist denn schön blöd? Ja, ja, macht Sommerpause bis zum 11. September, da können Sie dann den nächsten Teil sehen. Ich sage Tschüss, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und jetzt kommt das Hessenschau-Wetter mit Laura Di Salvo. Machen Sie es gut.